Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Heute nun ist Wochenende, weiß ja jeder Bescheid, und am Wochenende ist Pilz-Event. Das bedeutet, man kann, bekommt mehr Pilze am Wochenende. Ich hoffe, ihr wisst das. Und dann gibt es so komische, super Aktionen in der Taverne und man hat die Möglichkeit, ganz, ganz viele tolle Pilze zu bekommen oder auch nicht. Man muss natürlich Glück haben. So. Server 22 sind wir, Stadtwache läuft, das dauert noch ein bisschen, bis das Ganze durchgelaufen ist. Und wir schauen als erstes mal in den Waffenladen. Und wir sehen hier unsere Items, die sind schon wieder ganz schön voll, deswegen gehen wir erstmal aufs Klo. Übrigens bin ich gerade live im Livestream für alle, die sich fragen, was gerade abgeht, obwohl ihr das eh nicht mitbekommt. Aber ich bin gerade im Livestream. Ich hoffe mal, dass es performancemäßig alles noch vernünftig läuft. Wir haben hier was ins Klo geschmissen. Wir können übrigens heute spülen. Ich muss da noch die Kommentare gleich raussuchen, werde ich gleich machen, denn ich muss erstmal spülen. Ich weiß ja nicht, was rauskommt. Zauberladen, oh, wieder Tränke, wunderbar. Die nehmen wir natürlich dankend an. Ausdauertrank, oh, noch ein Ausdauertrank. Und noch einer, schade doch nicht. Da haben wir auf jeden Fall zwei bekommen. Einen Geschick-Trank, war das Geschick? Es war ein Geschick-Trank, ne? Habe ich jetzt den falschen Trank? Nein, 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 es war ein Geschick-Trank, das passt soweit. Arena-Kampf können wir auch machen. Wir können aber erstmal in der Gilde vorbeischauen, denn hier muss ich mich wieder anmelden. Und zwar damit wir die Lichtkrieger wieder angreifen können. Das passt soweit. Wir sind natürlich immer noch Rang 1, Pandora, altbekanntes Spiel. In der Arena können wir jetzt diesen Kollegen angreifen, aber vorher werden wir schauen. Habe ich ein Level Up? 259? Nein. Ich war gestern auf jeden Fall auch 259. Es dauert ja einen kleinen Moment, bis man aufsteigt. Also so eine Woche brauche ich auf jeden Fall für ein Level, oder? Nein, eine Woche nicht, aber schon ein paar Tage. Und dieser hässliche, eklige Typ da grinst uns, oder sie oder es, was auch immer, grinst uns immer noch an aus dem Turm und sagt uns: Ey, du hast mich immer nicht getötet. Ach komm, halt die Fresse. Ganz ehrlich, ekelig, diese Viecher. Ekelig. Wenn es davon eine Rasse gibt, müsste man sie sofort ausrotten. Ganz ehrlich, zu hässlich. Die dürfen sich nicht verbreiten. Wir können skillen. Heute Ausdauertag mal wieder? Nein, ich glaube nicht. Wir werden heute wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Glück und Nebelattribute und vielleicht Geschick. Ja, Geschick, komm. Geschick auch ein bisschen. Und schon ist das ganze Gold wieder weg. Also, wenn ich zwei, dreimal Geschick skill, ist das ganze Gold eh weg. Von daher ist das Ganze so in Ordnung. Ab zum Dungeon, ab zum Turm, ab zum hässlichen Typen. Da gucken wir mal, ob wir dem was jetzt ausrichten können. Den Baba. Der Baba Yaga. Der alle böse, eklige irgendwas. Also unser Krieger macht schon gar nicht mal so schlecht damit. Jetzt unser Magier mit seiner Glückswaffe. Ja, das geht eigentlich. Ja, noch ein Hit. Ausgezeichnet. Kundi, was reißt du denn heute mal so? Ja, du kriegst dick in die Fresse. Also Kundi, das geht ja mal gar nicht klar. Aua. Der wird auch gesweehittet. Drei Hits hält er nur aus. Da werde ich auch nicht mehr aushalten. Och nö, ich mache kein Damage. Oh, er macht so viel Damage. Das wird nichts. Das wird nichts. Jetzt ein ultimativer Supercrit. Nein, reicht auch nicht. Das reicht alles nicht. Das reicht alles nicht. Machen wir noch einen Try. Krieger schlecht, Magier schlecht, Kundi schlecht, alles schlecht. Ne, das wird so nichts. Noch ein Versuch. Nee. Also ich befürchte, wir müssen noch ein Level warten. Das ist richtig grausam. Noch so lange warten. Oh, das war gut vom Krieger. Magier, naja, Kundi. Nee. Nee, das wird nichts. Das brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Das wird leider nichts. Schade, schade, schade. Dann haben wir das soweit auch geklärt. Der wird nicht fallen. Dann noch ein Arena-Kampf gegen Koga. Nein, wir greifen Shoki an, weil Shoki. Wir mögen Shoki. Wir greifen Shoki gerne an. Shoki, ich greife dich gerne an, deswegen greife ich dich an. So ein Lakor. Was ist ein Choki für ein Bereich gerade eben? Ist der weit oben? 19. Natürlich jetzt weiter nach oben gesprungen. Vielleicht war ich sogar vor ihm, oder? Ne, ich bin 30. Ja, 30 noch in Ordnung. Komm. Leute, komm. Reicht locker. So, machen wir weiter auf Server 23. Und hier schauen wir erstmal in die Gilde. Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Einen Gildenkampf? Und darf ich den entscheiden? Oder sind da zu viele harte? Oh, der. Oh, ich habe alle noch weggehauen. Da hat der Zuschauer mal wieder gezeigt, was er kann. Alles weggehauen. Und da habe ich geschrieben: YOLO. Auf jeden Fall YOLO, alles klar. Wir melden uns an zur Verteidigung. Nein, ich finde nicht. FK, du blöder Hannes, ganz ehrlich. Guck den Livestream, wie ich gerade die Aufnahme mache, und schreib so etwas hier rein. FK, du böser, böser Schlingel. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Waffenladen, Waffenladen. Klo. Klo, Klo, Klo. Ab zum Klo. Rein damit, das. Weg. Weg. Waffenladen, Waffenladen. Waffenladen, nichts. Zauberladen, Zauberladen, Zauberladen. Intelligenz 472.
472 ist besser wie das. Habe ich auch noch einen Intelligenzgegner? Der Führerhaufen ist doch gar kein Intelligenzgegner, oder? Ist der im Turm Intelligenz? Ist er, glaube ich, auch nicht. Von daher sind die Intelligenz-Items eh gerade irgendwie sinnlos. Hier ist noch was mit Intelligenz. Dann können wir das verkaufen. Zauberladen war ja auch nichts drin. Da war das eine Intelligenz-Item, was wir nicht brauchen. Was schreibt der? Er schreibt wieder XD. Natürlich schreibt er das. Ist doch klar. Der FK. Und dafür habe ich mir jetzt schon gedacht, ich werde, glaube ich, dieses Mal den FK angreifen in der Arena. Gucken wir mal. Ach, der FK, der wird getötet. Das gibt's ja gar nicht. Da hat er gar keine Chance. Das tut mir aber leid, dass ich dich jetzt einfach töte. Ja, das kommt davon, wenn man so blöde Sachen schreibt in der Gilde. Ja. Waffenladen, Zauberladen ist fertig. Somit können wir im Dungeon vorbeischauen. Habe ich ein Level-Up? Nein, 235, 235, genau. Gildespenden brauchen wir nicht. Das heißt, wir werden etwas skillen und ich werde etwas Intelligenz skillen. Auf die Intelligenz. Und dann werden wir im Turm diesen Kollegen versuchen, der gestern fast umgefallen ist mit seinem ekligen Speer. Ein Stärkegegner. Gucken wir mal, was der Stärkegegner so anrichten kann. Der Danki. Das ist Danki. Kennt ihr Danki? Das ist er. Mal schauen. 30 Minuten schreibt jemand was. Bumm. 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 Ist das spannend? Bumm. Bumm. Ich glaube, es ist noch spannender, wenn man Kundi gegen Kundi anguckt. Das ist das Spannendste, was es gibt. Was reißt unser Magier? Nichts. Kundi, das war ja gar nicht mal so schlecht. Also der kann fallen, wenn unser Kundi sagt, ja, heute mache ich mal viel Damage. Mr. Bob. Ne, sagt er aber gerade nicht. Mach doch mal Schaden jetzt, komm. Jetzt hau mal einen raus. Jetzt hau einen raus, Kundi. Los. Dann tötet der Kundi den wieder alleine. Oh, ist das gut. Ist das gut, das zweite Mal, dass unser Kundi einfach den Dungeon alleine wegklatscht. Das zweite Mal schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kundi, Kundi, viel zu OP, diese Klasse. Oh, ich glaube, so langsam sollten die echt mal beim Kundi nicht 50%, sondern irgendwie runter auf 40 oder so gehen, weil das ist ja richtig krass, wie Kundis abgehen. Das ist unnormal. Also da müssen die Kundis bald genervt werden. Ich sehe es doch. Wir haben Kundi-Gürtel dafür auch bekommen mit alle Attribute. Ist sogar besser. 270, jawoll. Bam, austauschen. Den hauen wir weg, auf jeden Fall. Und haben somit im Turm den nächsten Gegner geschafft. Sind bei 30% Goldbonus. Als nächstes kommt der Straßendieb. Der Straßendieb mit Äffchen, den kennen wir ja, oder? Schauen wir mal. Ist ein Stärkegegner. Da kann unser Kundi das mal wieder alleine reißen, wenn er Bock hat. Hat er Bock? Ne, jetzt hat er keinen Bock. Schade. Glückspilz, schreibt jemand. Nee, das ist Kundi, der macht immer so viel. Also auf Server 23 ist mein Kundi einfach nur ziemlich OP. Der haut da ziemlich rein. Gratz, schreibt jemand. Dankeschön, Dankeschön, danke. Ja, ich will jetzt nicht alle Dungeons eben machen, denn unser Kundi ist gerade warm gelaufen. Dann wollen wir uns für die nächsten Folgen aufbewahren bei Shakes and Fidget, dann passt das Ganze. Dann können wir uns eigentlich soweit mit dem nächsten Server begeben, ja, befassen. Das ist Server 24 und hier habe ich. Oh, noch 2 Tage Mount, das verlängere ich mal. Ich habe wirklich ohne Scheiß bei 100 Alu nicht einmal den verfluchten Kloschlüssel bekommen. Was soll das denn bitte? Ich habe den nicht bekommen. Ich habe jetzt fast 200 Alu gespielt und nicht den Kloschlüssel bekommen. Ich will den endlich haben. Ich habe nicht mal ein Item, ich habe nichts hier. Das ist doch unfassbar. Haben wir denn wenigstens irgendwas hier Brauchbares? Oh, ein Ausdauertrank. Dam, dam, dam. Und zwar haben wir nichts, kaufen wir uns ein billiges Item hier, 6854. Kaufen wir das hier, damit wir es ins Klo schmeißen können. Können wir es ins. Alter, was mache ich hier denn gerade? Ich habe doch noch gar keinen Kloschlüssel. Oh Mann, ich bin total verwirrt hier. Ja, kein Kloschlüssel, aber ich will mir ein Item kaufen, was mir ins Klo schmeißen will. Naja, Goldverschwendung for the win. Ab zur Gilde, die Gildenkasse noch voll. Oh, ein Gildenkampf. Gewinnen wir den denn? Natürlich gewinnen wir den. Ich komme nicht mal dran. Gildenkasse ist voll, wusste ich natürlich und deswegen wusste ich, dass ich einfach so Gold aus dem Fenster schmeißen kann. Arena-Kampf noch nicht. Erst skillen. Ich skill hier mal wieder ein bisschen Ausdauer. Geschick, ja, das passt soweit. Und dann Arena-Kampf gegen den Lenny no 91 BS. Was sagt denn der Lenny 91 BS? Er sagt: Gib mir dein Gold. Ich bin ein verdammter Typ mit 2 Ohrringen und ich bin schwul, hat er gesagt. Habe ich gehört. Das war ja nix. Im Dungeon hätten wir hier. Haha. Was war denn hier dran? War das der Yeti? War das der Yeti? War das der Yeti? War das der Yeti? Nein, das war nicht der Yeti. Das war der Gremlin. Der Gremlin ist dran. Der Gremlin muss fallen. Also der Gremlin muss fallen. Verdammter Gremlin. Gremlin? Gremlin?
Kannst du jetzt bitte fallen? Also Kremlin, du kannst jetzt doch. Ach Kremlin, ist das nicht dein Ernst, oder? Ich mag den Kremlin nicht. Geh doch weg, Kremlin. Ich will dich nicht mehr. Ich mag dich nicht. So. Ich gehe weiter auf Server 2 UK. Wir machen übrigens Server 26 am Ende. Ja, wir spulen immer. Wir machen das immer so. Und Vorspul zählt nicht. Und hier war doch das mit dem Klo, oder? Täusche ich mich da? Moment, ab zum Klo. Ja, ja, ja. Nein, hier war nicht das Klo. Ah, hier können wir aber auch bald spülen. Uiuiui. Das wird aber. Also, wir schmeißen hier gleich was ins Klo rein. Mal schauen, ob wir hier was haben. Und dann könnt ihr ja schon wieder abstimmen, beziehungsweise einen Kommentar hinterlassen. Und mit Glück könnt ihr dann auftauchen. Oh, den kann ich benutzen. Den kann ich benutzen. Irgendein Stärke-Item. Oh, 284. Ist kein Update, kaufe ich mir trotzdem. Oder ist das billiger, irgendwas, ein billigeres Item hier? 41.000, 37.000. Der kaufe ich mir fürs Klo. Rein damit. Ja. Oder haben wir das 475? Ah, ne, hier war es mit dem Spülen, oder? War das hier oder auf Server 8? Moment, Server 8 war. Ach, okay, hier war das mit dem Spülen, alles klar. Also, wegen Spülen und so, ich schmeiße schon mal was rein. Blub. Und ihr hattet ja die Möglichkeit, in den Kommentaren zu schreiben, was aus dem Klo rauskommt. Und ich werde jetzt spülen. Genau, ich habe es verwechselt mit Server 8. In Server 8 kann man auch noch spülen. Und wenn ich jetzt drauf drücke, dann kommt ein Item raus. Ihr hattet die Möglichkeit, ich werde dann spülen und dann kurz mir die Kommentare anschauen, wer denn alles so gewonnen hat. Also wir spülen und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Oder nein, wir machen es anders. Wir warten noch und machen die Spülung am Ende. Ja, wir machen sie am Ende, damit ihr noch weiter auf die... Ne, ihr wisst Bescheid. Und hier ist das nächste Klo auf Server 8. Oh Moment, wir müssen ja noch die Dungeons und so weiter machen. Wollten wir auch noch machen. Und dann machen wir auch am Ende. Wir machen Server 2 dann am Ende. Erstmal machen wir Server 8. Und auf Server 8 können wir auch was ins Klo schmeißen. Blub. Und sind bei 275 von 300. Also habt ihr nun unter diesem Video auch wieder die Möglichkeit, für Server 8 für das Klo einen Kommentar hinterlassen. Das ist so ein Kommentarspiel, ganz einfach. Wenn ihr das richtig erratet, kommt ihr in der nächsten Folge, wie halt auch später am Ende des Videos, von der anderen Klospülung vom letzten Mal, machen wir das Ganze jetzt wieder. Und zwar geht's dort darum, ihr schreibt jetzt in den Kommentaren, was bei dieser Klospülung bei der nächsten Folge rauskommt. Zum Beispiel schreibt ihr jetzt in den Kommentaren, habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder schreibt ihr Müll und in Klammern den Slot, also Müllgürtel, Müllkopf, Müllwaffe, wie auch immer, oder ihr schreibt Epic und in Klammern halt welchen Slot, beziehungsweise halt was dabei rauskommt. Müll, also Epic-Gürtel oder schreibt Müllhandschuhe, wie auch immer. Wenn ihr richtig erraten habt in der nächsten Folge, dann werdet ihr angezeigt, euer Name wird namentlich, euer Name wird namentlich genannt und euer Kommentar wird auch gezeigt im Video. Das heißt, jetzt wieder unter die Kommentare schreiben, was dabei rauskommt, und auf Server 8 schauen wir erstmal in den Waffenladen. Was haben wir hier denn so? Waffenladen, Server 8, nichts. Zauberladen. 253, das wäre ein Update und das werde ich mir auch kaufen. Give me this update, come on. Dankeschön für dieses Update. Zauberladen habe ich gerade geschaut. Ab zur Gilde. Was haben wir hier? Oh, einen Gildenkampf. Gewinnen wir den denn? Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das wird nichts. Nee, das wird auf jeden Fall nichts. Gilde, da waren noch einige vor uns. Gold können wir spenden. Ich wollte auch hier den Raid starten. Habe ich wieder verkackt. Ich habe es voll verkackt. Wie immer. 8500 Gold. Rein damit. Zauberwaffenladen haben wir durch. Deswegen können wir als nächstes skillen. Ein bisschen Intelligenz ist gar nicht mal so schlecht. Das restliche Gold auch noch weghauen. Arena-Kampf gegen Terrible 13. Ohne Probleme gewonnen. Und im Dungeon haben wir hier den Yeti, den haben wir schon down. Der Höllenzyklop ist, glaube ich, dran. Och, mein Inventar ist voll. Uiuiui, mein Inventar ist so voll. Kann ich alles verkaufen? Ja, das kann eh weg. Warum habe ich das noch im Inventar? Das kann man noch alles ins Klo schmeißen. Zur Not. So, der Höllenzyklop. Ach komm, fick dich doch, Höllenzyklop. Ich mag dich nicht. Hallo, was drückt der denn für Damage? Nee, das geht auf jeden Fall nichts. Crit, reicht nicht. Scheiß Höllenzyklop, fick dich. Mag dich nicht, will dich nicht. Ja, alles blöd. Alles. So, jetzt kommen wir auf Server 26. Hier ist Server 26 wieder ganz durcheinander. Und am Ende, wie gesagt, die Klospülung. Hier gehen wir einmal auf unseren Charakter. Und spenden erstmal in die Gilde was rein. Und zwar habe ich heute noch nichts gespendet. Was habe ich denn hier? 1, 2, ja, so.
Schreiben wir mal 25.000 Gold. Obwohl, wir können nochmal 25.000 Gold. So. Waffenladen. Haben wir hier was Brauchbares irgendwie zu kaufen für uns? Nichts Brauchbares auf Server für. What the fuck? Wie viele Tränke sind hier denn? Die kaufen wir auf jeden Fall alle. Die nehmen wir. Das nehmen wir. Haben wir noch hier? Ja, dort nehmen wir doch alle mit hier. Vielleicht was Neues gekommen, was wir noch brauchen. Oh, Intelligenz. Naja, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir mal auf Charakter und Skill mal eine Runde. Arm. 706. Nebenattribute. Glück. Stärke. Rest auf Ausdauer. So, Arena-Kampf. Erst zum Klo noch. Wir müssen noch was ins Klo reinschmeißen. Das Schild. Obwohl, ist eigentlich egal was. Kommt das halt als erstes rein. Das Klo füllt sich. Und hier können wir auch bald spülen. Oh Mann, hier können wir auch schon wieder das Spiel mit den Kommentaren machen. Ich bin am Überlegen, ob wir das hier auch machen sollen. Wir machen das nur für Server 8. Für Server 8 machen wir das mit dem Klo. Habe ich ja schon gesagt, hier nicht. Das wird ein bisschen viele Kommentare geben. Und für zwei gleichzeitig ist auch ein bisschen blöd. Aber ihr könnt, wenn ihr Just for Fun könnt ihr auch hier noch zuschreiben. Dann müsst ihr halt vorher Server 26 schreiben. Also Server 26 in Klammern oder wie auch immer. Oder Server 26 und dahinter dann das Kommentar. Oder beziehungsweise, ihr müsst halt irgendwo dann Server 26 drin haben, weil damit ich das auseinanderhalten kann. Mal schauen, wie wir das machen oder wie ihr das mit den Kommentaren macht. Ich werde mir auf jeden Fall wieder alles durchlesen. Zauberwaffenladen gab es nicht. Ich habe alles verskillt. Dann können wir im Dungeon vorbeischauen. Ich habe nur noch 5 Minuten, sehe ich gerade. Dann ist der Tag schon wieder vorbei. Im Dungeon haben wir, glaube ich, als nächstes den? Haben wir den hier? Haben wir den, ja. Was hat der denn hier? 2760 Intelligenz. Das ist ganz schön viel. Eieiei, Intelligenzgegner. Der Gremlin ist ein Geschickgegner mit 2700 Geschick. Ist auch ein bisschen blöd. Und der Kollege, das ist ein Stärkegner mit 2,9. Eieiei. Ich tendiere gerade eher zu den Gremlin als zu den. Doch der Intelligenzgegner müsste als nächstes dran sein. Aber der ist halt auch hart. Schaut euch mal seine Ausdauer an, das ist richtig übertrieben. Ich glaube, das wird nichts. Er hat auch mehr Hauptattribute. Da müssen wir schon richtig Lucky Try haben, aber ich glaube. Können wir knicken, dann wird nichts. Arena-Kampf können wir machen. Wer hat uns dann die ganze Zeit nicht angegriffen? Bei Post, Moment. Der Gamesquad. Und der greift uns die ganze Zeit an. Oh, 113, was ist denn das hier? Ein Geschick. Hier, ein Kundi, kein Wunder. Gegen Kundis verliert man immer. Arena-Kampf machen wir mal gegen Herzdame. Haben wir sogar gewonnen. Gegen einen Intelligenzgegner mit 3054. Hier, der hat auch viel mehr Int, aber hat halt weniger Ausdauer. Wenn der so im Dungeon ist, dann würden wir den auch schaffen. Auf jeden Fall. Leider auf Server 26, wie gesagt, heute kein Dungeon geschafft. Naja, dann beim nächsten Mal, weil mir die Leute alle im Livestream dann mein ganzes Gold geklaut haben. Nur deswegen. So, jetzt gehen wir auf Server 2 UK. Und nun werden wir spülen und dann werden wir sehen, ob vielleicht etwas aus der Toilette rauskommt. Und ich werde natürlich dann eure Kommentare raussuchen. Und es kommt eine Müllhalskette raus. Na toll. So, ich habe alle Kommentare ausgewertet und es gibt 4 Gewinner. Wenn ich jemanden vergessen habe, dann soll er mich am besten anschreiben oder so, privat. Am besten eine private YouTube-Nachricht, wenn ich, wie gesagt, jemanden vergessen habe. Ich habe nach dem Wort, ich habe, wie gesagt, alle Kommentare nochmal angeschaut und habe dann nach dem Wort Kette und Hals gesucht. Und dabei sind diese 4 Kommentare rausgekommen. Da war noch ein anderer, aber der hatte für einen anderen Server, er hat gesagt, Server 8 kommt die raus. Aber wir sind ja hier auf Server 2. So. Und zwar fangen wir an mit dem ersten. Das ist der Harlem Shaker 62XX. Der hat das Ganze richtig gesagt. Er hat gesagt, Müllkette, da sieht man, ich habe nach Kette gesucht. Und er lag richtig, denn wir haben eine Müllheizkette rausbekommen. Oh ja. Dann als nächstes der kleine Suchti hat auch geschrieben Müllkette. Das hat er vor 8 Stunden geschrieben. Und das wurde vor auch 8 Stunden geschrieben. Wow. Als nächstes dann der Biver. Der heißt hier Biverer 1. Den kennen wir ja alle aus dem Livestream und so weiter. Ist immer sehr aktiv. Auf jeden Fall Biver, du bist ein Guter und hast es dir verdient. Du hast auch geschrieben Müllhalskette. Ausgezeichnet, Biver. Weiter so.
Als nächstes haben wir den Julian oder Julian, wie man das auch mal aussprechen möchte. Ich habe den Nachnamen mal nicht erkenntlich gemacht, denn du hast es auch geschafft. Du hast auch geschrieben, Müllkette. Herzlichen Glückwunsch an alle vier Gewinner, beziehungsweise die das Ganze richtig erraten haben. Gewonnen habt ihr ja nichts. Doch, ihr habt einen Platz im Video gewonnen. Ist das, kann man das gewinnen? Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr seid drin. Hier seid ihr alle und ihr habt es richtig erraten. Wie gesagt, auf für Server 8 US ist das gleiche wieder das Spiel. Schreibt dann wieder in die Kommentare und ich werde wieder alle Leute raussuchen. Ist gar kein Problem. Aber wir müssen noch hier was machen auf Server 2 UK, denn wir haben noch gar nicht alles fertig. Wir müssen auch in der Gilde vorbeischauen, uns anmelden für den Gildenkampf. Wir müssen noch Gold spenden, haben wir auch noch nicht gemacht auf Server 2 UK. 15.000 Gold können wir noch spenden und wir müssen natürlich noch skillen. Nebenattribute etwas. Ja. Arena-Kampf machen. Darf man nicht vergessen, den wir sogar verlieren. Eiskalt. Und im Dungeon haben wir als nächstes das rosa Monster-Häschen, was vielleicht jetzt fällt. Wir haben zwei neue Tränke. Was war das denn für ein Try? Da sieht man wieder, Kundi sind OP. Die weichen so viel aus. Nee, das wird auch nichts. Ich habe sonst immer den so viel abgezogen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Jetzt ziehe ich den gar nichts mehr ab. Oh, das ist blöd. Jetzt habe ich ihn gar nicht abgezogen. Ist doch voll blöd, ey. Ich blende nochmal alle vier Kommentare ein und würde dann sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und weiterleitet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin der Zuschauer. Bis dann und ciao, ciao.